Ja, bitte? Okay. Was ist das? Was soll ich damit machen? Wisst ihr das? Nee, das sind 5 Euro, glaube ich. Nie gesehen. Aber keine Ahnung. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Herzlich willkommen bei YamTamTam. Wir haben eine neue 5-Euro-Challenge. Heute gibt es ein leckeres Spinatrisotto und alle Zutaten, die ihr hier seht, kann man für 5 Euro kaufen. Wir legen jetzt aber erstmal los und machen ein bisschen Brühe. Okay, mir fällt gerade auf, wir haben keine großen Messbecher. Ich nehme jetzt einfach 2. Double Action. Ich habe jetzt hier Gemüsebrühe. Ihr könnt natürlich auch andere Brühe nehmen, ganz wie ihr möchtet. Das ist jetzt ungefähr 1 Liter. Da kommen 4 Löffel rein. Zack. So, das Ganze kann jetzt hier vor sich hinköcheln und wir holen jetzt einen zweiten Topf und werfen da Zwiebel und Knoblauch rein. Aber die schneiden wir vorher, nicht ganz. Die Zwiebel schneiden wir in kleine Würfelchen. Boah, die Zwiebel... Aggressiv. Ich hätte sie doch lieber komplett einfach in den Topf werfen sollen. Okay, ist ein sehr emotionales Risotto heute, wie ihr seht. Wir haben ja schon echt viele 5-Euro-Challenges gemacht. Ihr könnt hier oben hinklicken, wenn ihr zu den anderen kommen wollt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblings-5-Euro-Challenge war. Ich kann mich da gar nicht richtig entscheiden. Und wenn ihr eh schon dabei seid, dann drückt doch auch gleich mal den Abo-Knopf und die Glocke. Vielleicht fange ich dann auch nicht direkt an zu weinen beim nächsten Mal. Das mildert bestimmt alle Zwiebeln ab. Ich mache hier schon mal den Topf heiß. Da geben wir ein bisschen Olivenöl rein. Okay, die Zwiebeln kommen zur Seite. Dann schneiden wir noch schnell den Knoblauch klein. Ich hoffe, er ist nicht so aggressiv wie die Zwiebeln. Wenn ich fertig bin mit Schneiden, sehe ich einfach aus wie Marilyn Manson in seinen frühen Videos, wo die ganze Schminke so runtergelaufen ist. Das ist bestimmt die Strafe des Universums, weil wir alle unsere Zwiebelbärte nicht mehr tragen. Ich weiß ja nicht, wer schon sehr lange dabei ist, aber für alle, die sich nicht erinnern, hier ein kleiner Ausschnitt. Sehe ich gut aus? Einen schönen Menschen kann überhaupt nichts entstellen. Du bist der Herr der Ringe jetzt. Zwiebelringe. Zwiebelringe. Dann. Rein mit dem Zwiebeln und dem Knoblauch. Okay, Zwiebeln und Knoblauch sind angeschwitzt. Dann geht's jetzt los mit dem Reis. Rein mit dem Reis. Einmal gut durchrühren. Und jetzt nehmen wir ein bisschen was von unserer Brühe. Und machen das. Jetzt warten wir ein bisschen, bis die Brühe so halbwegs weg ist und kippen dann immer wieder dazu. Also nicht alles auf einmal rein. Wir wollen ja keine Suppe machen. Und damit das Ganze nicht anbrennt, natürlich Rühren nicht vergessen. Das letzte Risotto, was ich jemals gegessen habe, war auf einer ganz seltsamen Kunstveranstaltung. Lustigerweise mit Friedrich Lichtenstein, der super geil Dude. Und Leute haben dann super seltsame Performances gemacht und dann hat Friedrich Lichtenstein für alle Rote Beete Risotto gemacht. Und das war mein letztes Risotto. Und lustigerweise, ne, das Leben funktioniert immer in Kreisen, habe ich hier mit ihm auch mal eine 5-Euro-Challenge gemacht. Wie abgefahren ist das bitte? Also so Pi mal Daumen dauert das Ganze ungefähr 15 Minuten. Und man muss natürlich dabei stehen und gucken. Wir haben es fast geschafft. Das muss jetzt noch ungefähr so 5 Minuten garen und wir können jetzt mal den Spinat reinwerfen. Ich habe schon, ihr hört, er ist ein bisschen hart, Spinat aufgetaut. Das kann jetzt alles hier rein und es ist Rahmspinat. Alles gut durchrühren. Außerdem Salz, Pfeffer. Ein bisschen Chili ist erlaubt. Chili hat man ja meistens sowieso da. Risotto macht auch ziemlich lustige Geräusche. Wie irgend so eine Alien-Kreatur vom Mars.
Obwohl, der Mars ist die falsche Farbe heute. Es müsste irgendwas Blaugrünes sein. Ich weiß auch nicht. Der Neptun vielleicht? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, von welchem Planeten das grüne Alien-Risotto-Monster kommt. In unser grünes Alien-Risotto-Monster kommt auch noch ein bisschen Zitronenabrieb. Und ganz wichtig, wenn ihr die Schale nehmt, dann muss die auf jeden Fall unbehandelt sein. Und für die Säure auch noch ein bisschen Saft. Und zu guter Letzt ein bisschen Hirtenkäse. Die eine Hälfte bröseln wir rein. Die andere Hälfte bröseln wir auch mal klein. So. Dann verrühren wir noch schnell. Das sieht doch sehr fertig aus. Dann räumen wir mal schnell auf, richten an und können kosten. Okay. Dann ein bisschen Käse obendrauf. Und fürs Gefühl. Ein bisschen Pfeffer. Na dann, guten Appetit. Das ist super lecker geworden und es war mega easy. Man hat so ein bisschen Cremigkeit durch diesen Rahmspinat und den Käse, aber trotzdem ist es so ein bisschen salzig und ja, sehr lecker geworden. Außerdem hat es so ein bisschen Biss, was ich gut finde. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr 5-Euro-Challenges, dann kommt ihr hier zu den beiden letzten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.